Besser wenig mit der Furcht des Herrn als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Unruhig macht mich eigentlich alles das, wo ich nicht mehr selbst die Kontrolle habe oder permanentes Scheitern meiner Leben ist. Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Markus Evangelium 8, Vers 36. Das Ganze steht unter dem Kapitel der Nachfolge und man fragt sich: Jesus, warum erzählst du uns das gerade jetzt? Die Jünger sind bei ihm, folgen ihm nach. Oder wir heute, die Christen? Warum erzählst du uns das heute? Also für wen steht das da? Und wieso erzählt Jesus das den Jüngern? Wir gucken im Zusammenhang in Markus 8, die Verse 34. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen? Hier ist der Grund, warum Jesus was erzählt. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Hier ist die Ausführung. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wow. Wie geht dieses Verleugnen? Wie geht dieses das Kreuz auf sich nehmen? Meine Mutter hat ja früher immer gesagt: Junge, ach, du bist mein Kreuz. Aber ich denke, so ist es nicht gemeint. 35. Jetzt wird beschrieben, wie man ihm sich selbst verleugnet und sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt. Wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Und was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. So wie ich die Bibel lese, ist Verständnis und Auslöser für alles immer der gekreuzigte Jesus Christus. Amen.